Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Koi-Haltung, Koi-Teichbau und Koi-Bewertung. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ankaufsuntersuchung bei Koi. Ich mache die Folge, um einfach mal ein bisschen gerade zu rücken, was eine Ankaufsuntersuchung bedeutet, welchen Wert eine Ankaufsuntersuchung hat und ob es zwingend nötig ist, ob es gut ist, dass man es tut oder ob man es genauso gut sein lassen kann. Gut, also Ankaufsuntersuchungen, darunter versteht man bei entsprechend teureren Fischen, dass ein Tierarzt zum Händler kommt und das ist eigentlich der erste Punkt. Wenn überhaupt eine Ankaufsuntersuchung, dann sollte die immer beim Händler gemacht werden und nicht erst, wenn der Fisch bei uns zu Hause ist. Denn wenn es sonst nachher einen Mangel gibt, der festgestellt wird, dann wird es für den Käufer schwer, den Fisch zu wandeln, weil er hat den Fisch ja im Grunde dann schon kontaminiert und dann wird man im Zweifel gar nicht mehr sagen können, wo denn der Mangel entstanden ist, es sei denn, es ist eine Deformation oder sowas, weil die kann ja nicht plötzlich kommen. Aber alles, was später ist und gerade auch, wenn der Fisch dann weg ist und mit neuem Teich kontaminiert wurde oder mit anderem Wasser, dann wird es immer schwierig. Also, wie gesagt, das erste Ankaufsuntersuchung, wenn ja, immer bei dem Händler, der den Fisch verkauft. Und das ist mal der wichtigste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was will ich mit einer Ankaufsuntersuchung bezwecken? Dazu müssen wir einfach attestieren, KHV und CEV kann ich halt nur mit begrenzter Sicherheit im Fisch nachweisen. Das heißt, man kann zwar diese Tests machen, aber wenn man dann ein negatives Testergebnis hat, heißt das nicht automatisch, dass der Fisch frei ist von diesen beiden Krankheiten. Insofern, welchen Wert hat dann die Untersuchung? Das nächste ist bakterielle Abstriche und parasitäre Abstriche. Dazu muss man wissen, pathogene Keime sind in jedem Wasser vorhanden, Parasiten sind auch in jedem Wasser vorhanden. Das heißt, selbst wenn man jetzt auf dem Fisch nichts findet, ist auch das wiederum kein Beweis dafür, dass der Fisch absolut gesund ist und dass er eben auch frei ist. Das ist zum Beispiel auch ein ganz interessanter Punkt. Wer lange Praktiker ist, der weiß das. Selbst wenn man bei Fischen Abstriche macht und keine Parasiten findet, man trotzdem auf Verdacht auf diese Parasiten behandelt, kommt es ganz oft vor, dass die Symptome der Krankheit oder der Infektion tatsächlich verschwinden. Insofern ist das immer so eine zweischneidige Sache. Das heißt also im Grunde, man kann den Fisch auf Parasiten untersuchen, man kann ihn auf Bakterien untersuchen. Dann sieht man, was da auf dem Fisch drauf ist und normalerweise sollte das dann wenig sein und dann kann man auch sagen, okay, der Fisch ist soweit in Ordnung. Was sicherlich gut ist, ist, wenn man gemeinsam mit dem Tierarzt sich den Fisch anschaut, ob er irgendwelche Deformationen hat, denn es ist leider oft so, dass man diese auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Aber wenn man den Fisch mal narkotisiert und dann mal in alle Richtungen dreht, dann findet man diese Dinge schon. Und gerade wenn man viel Geld bereit ist auszugeben für einen Fisch, ist das, glaube ich, dann doch ganz wichtig, das zu wissen nicht. Dann kann man natürlich auch das Geschlecht des Fisches noch bestimmen. Auch das ist sicherlich eine gute Sache. Und dann ist im Grunde diese Ankaufsuntersuchung auch schon mehr oder weniger zu Ende. Dann wird ein Tierarzt vielleicht noch sagen können, ja, der Fisch ist in einem guten Ernährungszustand. Aber letztlich, und das ist, glaube ich, ja das, was viele Leute sich mit der Ankaufsuntersuchung versprechen, das ganz Wichtige, dass eben der Fisch frei ist von irgendwelchen Erkrankungen, kann ich mit keiner Ankaufsuntersuchung genau ermitteln. Ich könnte jetzt auch noch einen Ultraschall machen und könnte dann schauen, wie sieht die Schwimmblase aus. Aber ich könnte sogar auch noch Blut abnehmen und könnte das Blut untersuchen. Aber letztendlich, ob der Fisch dann nun KHV hat oder CEV, werde ich mit dieser Untersuchung nie zweifelsfrei herausbekommen. Und das sind ja eigentlich unsere größten Probleme, die wir heute beim Fischkauf haben. Fassen wir zusammen, eine Ankaufsuntersuchung gibt meiner Meinung nach ein kleines bisschen Sicherheit, aber im Grunde nicht wirklich viel. Und wenn ich jetzt erfahrener Koi-Halter bin, regelmäßig Fische kaufe und auch Fische nur bei dem Händler meines Vertrauens kaufe, ich glaube, dann kann ich mir die Kosten für eine Ankaufsuntersuchung sparen
und schau einfach selber genau hin. Und ja, wichtiger ist, glaube ich, viel mehr, dass wir wissen und sicher sein können, dass der Fisch eine ordentliche Quarantäne durchlaufen hat, dass der Fisch in einem gesunden Ernährungszustand ist, weil das ist leider auch oft ein Problem bei Koi-Händlern, dass eben die Fische dort schmal gehalten werden. Das heißt, dass sie minimal nur gefüttert werden und dass die Fische halt in einer schlechten Kondition sind, wenn sie dann zu uns kommen. Und jetzt nehmen wir das klassische Beispiel, was jetzt wieder ganz oft passiert. Wir stehen kurz vor dem Herbst und viele Koi-Händler machen jetzt zum Herbst Aktionen, um alle Fische rauszubekommen, damit sie eben möglichst wenig Fische selber überwintern müssen. Denn das ist letztlich dann ihr Risiko und ihr Kapital, was dann kaputt geht. Das heißt, die Fische werden preislich runtergesetzt und die Fische werden dann für kleines Geld verkauft. Und jetzt stellt euch vor, ihr kauft dann einen Fisch, der in einer schlechten Kondition ist. Ihr habt einen unbeheizten Teich und der Fisch kommt dann eben in einem unbeheizten Teich in nicht optimale Bedingungen. Das heißt, wenn ihr ganz viel Pech habt, dann hat der Fisch ein ernstes Problem, den Winter zu überstehen. Insofern ist das dann ein doppeltes Risiko und umso wichtiger ist es halt auch zu sehen, in welchem Ernährungszustand ist der Fisch, in welchem Allgemeinzustand ist der Fisch. Auch sieht man auch sicherlich ganz gut am Verhalten der Fische. Und das sind so die Punkte, die aber auch eine Ankaufsuntersuchung im Grunde nicht oder wo die Ankaufsuntersuchung euch nicht wirklich weiterhilft, mal ganz davon ab, dass man das ja üblicherweise bei Fischen, ich sag jetzt mal, die bis 500 oder 1000 Euro kosten, gar nicht macht. Ja, das zum Thema Ankaufsuntersuchung. Wir haben nach wie vor im Koi-Bereich eben diese schwierige Gemengelage, dass wir CEV und KV nur schwer im Fisch nachweisen können. Insofern bleibe ich dabei. Aus meiner Sicht ist die beste Vermeidung des Risikos, bei nur einem Händler zu kaufen, denn dann ist zumindest mal klar, wenn es in die Hose geht, woher es kommt. Ihr habt auch noch andere Vorteile. Ihr spart euch das ganze Thema der Kreuzverkeimungen, was man überhaupt nicht unterschätzen sollte. Ich will euch dazu noch ein kleines Beispiel aus meiner Praxis nennen. Ich habe einige Freunde auch im Koi-Bereich und es ist halt so, ich habe es schon mal an anderer Stelle erwähnt, ich kaufe ja auch gerne Fische. So, jetzt gibt es halt leider immer wieder mal die Situation, dass auch mein Teich zu voll ist. Und dann mache ich es in der Regel so, dass ich die Fische, die mir nicht mehr so richtig gefallen, auch manchmal verschenke. Und ich habe einen sehr, sehr guten Freund, vor ein paar Jahren war das, mal, ich glaube, 3 oder 4 Fische gegeben. Und was wir irgendwie so nicht am Schirm hatten, weder er noch ich, ist die Tatsache, dass er schon länger keine neuen Fische mehr bekommen hatte. Ja, und er hat dann eben diese Fische von mir bekommen. Und dann ging in seinem Teich wirklich das muntere Sterben los, weil über die neuen Keime, die da dazu kamen, er massive Probleme bekommen hat. Und das war jetzt wirklich jemand, der sich mit Fischen auskennt und der auch in der Lage ist, sich dann selbst zu helfen. Und trotzdem gab es dann massive Probleme und sogar einige Verluste. Ja, und das ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, dieses Risiko. Und deswegen nochmal, ich rate nach wie vor davon ab, Fische aus mehreren Quellen zu kaufen. Meiner Meinung nach ist das Risiko viel, viel größer als der mögliche Betrag, den man dadurch sparen kann. Und ich glaube auch, oder die Koi-Händler, die ich kenne, die gut arbeiten, wenn die einen Stammkunden haben, werden die auch immer versuchen, die Varietät zu beschaffen, die der Kunde halt haben möchte. Man muss vielleicht mal ein halbes oder ein Jahr warten. Aber damit das Risiko auszuschalten, glaube ich, ist die Wartezeit wert. In dem Zuge auch nochmal der Satz, Ungeduld beim Koi-Kauf ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Im Gegenteil, es gibt so viele Fische, da wird man auch ein Jahr später noch den Traumfisch finden, den man unbedingt haben möchte. Ja, das war es schon wieder zu dem Thema Ankaufsuntersuchung mit einem kleinen Abschweifer zum Thema Koi-Kauf grundsätzlich. Ich danke wieder mal fürs Zuschauen, freue mich, wenn es euch gefallen hat, freue mich über jedes Like, ich freue mich auch über jeden weiteren Abonnenten auf unserem Kanal. Natürlich wünsche ich mir auch, dass ihr mir Fragen schickt, die ich dann beantworten kann. Und ja, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Robert Jungnischke.